Ja, Leute, und da geht es tatsächlich wieder los hier in Russian Fishing 4. Und heute sind wir am Ladoga-See. Und da gehen wir auf diese ganzen kleinen, komischen Exoten. Also hier am Ladoga. Endlich mal ausprobiert. Ich sehe hier schon seit Tagen die Jungs und Mädels im Chat ständig irgendwelche komischen freaking Fische rausziehen und Unmengen Rotaugen als Beifang. Oder sind die freaking Fische der Beifang und die Rotaugen sind so das Hauptgefisch? Wer weiß es schon genau? Zumindest sind hier immer wieder diese doch sehr seltenen am Ladoga-See, im Ladoga-See schwimmenden Fische drin. Und zwar so was wie die Foxy-Renke, die Ladoga-Renke oder die Saiblinge tatsächlich auch. Gucken wir gleich mal eben kurz in den Kescher. Und dann schauen wir uns hier auch das Setup nochmal an. Ich spiele hier auch gerade ein wenig mit rum. Hab natürlich auch schon wieder rumgespielt. Das ist ja immer so, wenn es da irgendwelche Vorgaben gibt. Ja, du sollst und du musst unbedingt mit 25 Meter Clip und dann musst du da hinwerfen mit dem und dem. Da muss ich das natürlich anders machen. Ist so. Erstmal anders machen. Das als allererstes. Komplett andere Haken, andere Schnur, andere Entfernung, anderer Köder. So. Und wenn dann nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Aber wenn es läuft, dann ist es auch geil. So, ziehen wir hier auch nochmal ein bisschen stramm. Auf der 3 geht auch gerade was. Siehst du, zack. Noch ein bisschen warten. Hat sich noch nicht ganz entschieden. Aber was ich gleich auf jeden Fall nochmal testen will, ist, das habe ich bisher noch nicht getestet, nochmal ganz zart da dran. Nochmal feinere Montage, nochmal kleinere Haken, nochmal dünnere Schnur und vielleicht tatsächlich auch mal hier dran mit dieser geflochtenen, diese ganz feine geflochtene Schnur. Könnte auch noch was geben. Also, gucken wir mal eben rein in den... Okay, ziehen wir erstmal den Fisch. Oha. Oha, geht sogar ein bisschen in die Bremse. Nicht dein Ernst, ey. Ja, da muss man dann natürlich gucken. 3-4 Kilo Fische wurden schon alle gezogen hier. Oha! Oha! Tippadippel! Und da ist die nächste. 1,7 Kilo! Trophy Rotauge-Algen. Unnormal. Trophy Rotaugen ohne Ende, kann ich dir sagen. Ohne Ende. Und gerne, und das haben wir auch schon mehrfach gesehen hier im Chat, und gerne rasseln die am Stück rein. Zack, 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 im Chat 4 Trophy Rotaugen. Richtig wild. Alter, so, gucken wir uns mal eben hier das Setup an. Was habe ich denn hier zusammengebaut? Es ist mal wieder die Winkelpicker, meine heißgeliebte Kleinfische-Winkelpicker-Route. Und wieder auf Fluorocarbon only. Und da gehe ich jetzt nochmal ein bisschen feiner drauf. Und zwar nehmen wir mal hier 4 Kilo Fluorocarbon only. 6er Haken, hier gerade mal so ein 20 Gramm Blei. Eintagsfliegenlarve Main. Wenn ihr vorhabt, hierher zu düsen, vorher die Eintagsfliegenlarven kaufen. Die sind komplett ausverkauft. Bis auf das 600er Stack für ungefähr 900 Silber. Also, irgendwo woanders die Eintagsfliegen kaufen, zack, 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 keine Ahnung, 300 Stück und dann hier anreisen. So, jetzt werfen wir das Ganze hier nochmal aus. Bremse natürlich runter machen. Raus mit dem Otto hier wieder. Zack. Das sind übrigens ungefähr 25, 26 Meter, die ich hier weit rauswerfe mit einem kleinen 20 Gramm Blei. Da geht der nächste rein hier. Und man merkt tatsächlich, so in Richtung Abendstunden wird es besser. Abendstunden, die Nacht durch, bis in die Morgenstunden. Und da haben wir nochmal so einen Exoten hier. Ladoga-Renke, allerdings ein bisschen klein.
ja, die sollten vielleicht mal ein bisschen mehr Speck an den Rippen kriegen. Aber auch das ist schon richtig gut. Immerhin Haken dran, nehmen wir gerne mit. Viererhaken habe ich jetzt hier gewählt. Und da lasse ich das aber auch so, wie es ist, ein bisschen größer. Raus damit. Zack. Schön weit rausballern. Position, habe ich dir schon gezeigt? Hier sind wir. Hier sind wir. Das heißt, hier vom Anleger mit dem Boot eben hier rüber brettern. Zack, hier anlegen. Und dann ist das hier von den Koordinaten 37, 60. Und dann ballern wir hier. Also bis hierhin wären das so ungefähr 25, 26 Meter. Und bis hierhin sind das so um die 30. Oder so, ne? Mitte 30, 35 Meter ungefähr. Also das wären diese Entfernungen, die man halt hier so ein bisschen abfischen kann. Ich habe auch schon mal mit dem Tauwurm bis hier hinten reingeworfen. Ging auch. Waren mir aber zu viele Brassen dran. Brasse, nicht schlecht, aber die wollen wir heute nicht. So, wo bimmelt's denn hier gerade? Da nicht. Da. Alter, Alter. Oh, der geht aber rein hier. Und krass, wir haben immer noch nicht in den Kescher reingeguckt. Alter, was da für Fische drin sind, ne? Sachen, wo ich gedacht hätte, Alter, die fängst du nie. Oh, guck mal hier. Bam, Alter. Bachsaibling, 1,5 Kilo. Am Ladoga, schön auf Grund, auf Eintagsfliegenlarve. Ist das geil? Ja, das ist geil. Und raus direkt wieder damit. Nochmal eben Obballer. Ah, genau, hier hatte ich einen 40 Gramm Blei rangemacht. Hier muss ich gar nicht so doll ziehen. Ich glaube, auf der 3 zieht gleich wieder was, jawohl. Genau, hier habe ich einen 40 Gramm Blei dran. 6er Haken, Eintagsfliegenlarve. Gib ihm. So, festmachen, stramm ziehen und so, oder? Und ich glaube, auf der 1 auch schon wieder. Oh, wieder Bremse. Aber das ist auch klar jetzt hier, das ist jetzt das Vierer-Vorfach. Hier wird natürlich jetzt selbst so ein Kilo Fisch schon ein bisschen anstrengender. Mal eben kurz reinhauen ein bisschen. Bisschen anschlagen. Und dann ziehen wir natürlich nochmal durch hier. Ganz locker. Oh. Ruhig bleiben. Und. Das ist natürlich enttäuschend, ne? 700 Gramm, olles Rotauge, 4 Kilo Fluorocarbon only. Egal, egal. Ich habe Bock, wenn ich mir vorstelle, hier geht ein 3 Kilo Fisch drauf. Alter, dann ist hier aber Party, ey. Ich weiß gar nicht, wie viel Schnur ich da drauf habe. Okay, 300 Meter passen komplett drauf. Ist okay. So, was haben wir hier auf 1? Weiter geht's. Das ist einfach geil. Aber man muss sagen, die Frequenz tagsüber ein wenig durchwachsen. Nicht schockieren lassen. Zum Abend hin holt man das alles wieder auf. Der Kanbolo, der alte Bänger, der hat hier schon ziemlich lange rumgeangelt und der meinte vorhin irgendwie so, ja, rund, also über 2 Stunden war er hier und war bei 500, irgendwo zwischen 500 und 600 Silber. Also es pendelt sich ganz gut ein. Jetzt sehe ich hier schon wieder Ludoga-Ränke mit 1 Kilo. Es geht eigentlich, ja, wie gesagt, in der Nacht dann gerade schön los. Und dann lohnt sich das auch. Dann ist das wieder ganz entspannt. Dann zieht man schön die ganze Zeit. Und vielleicht kann man auch tagsüber hier vielleicht eher so auf Hecht oder ein bisschen Spinning machen. Mit einer Route. Ist vielleicht sonst ein bisschen zu langweilig. Wenn da nicht so viel geht. Ich habe jetzt hier mittlerweile 45 Fische zusammen. Wie gesagt, bin sehr zufrieden damit. Und wir gucken jetzt einfach mal in den Kescher rein. Und so gestaltet sich das gute Gerät. So sieht das aus. Wenn man mal sortiert hier. Rotaugen satt. 3 Trophies jetzt gerade gefangen. Also gerade im Stream schon ein bisschen geangelt und jetzt nach dem Stream nochmal hier wieder angefangen. Rotaugen sind natürlich satt drin. Ludoga-Ränken, hier waren die Brassen auf dem Tauwurm. Dann
Ja, auch mal ein bisschen dickere Ludogarenken, ne? Mit 2,3 Kilo, das kann sich schon sehen lassen. Ein Kilo, das ist schon wieder richtig gut. Dann kommen wir jetzt zum Ludoga Saibling. Super interessanter Fisch. Super ergiebiger Fisch. Richtig geil. Nochmal oder fast, ja, sag mal, ein Drittel besser noch als der Bachsaibling von der Kohle. Bringt richtig gut Kohle. Und dann hier der absolute Exot. War für mich bisher absolut ausreichend, den gefangen zu haben. Den Klotz-Saibling auf Winkelpicker. Reicht mir völlig, dass ich den auf Winkelpicker gefangen habe für die Winkelpicker-To-Do-Liste sozusagen, was man da alles so fangen soll. Schönes Ding eingesammelt. Man muss ja irgendwie, keine Ahnung, 75 verschiedene Fische fangen auf die Picker. Hier auch Sumpfelritze auch noch mit dabei gewesen. Mal was ganz Kleines. Winziger kleiner Fisch. Was wiegt der hier? 19 Gramm. Hat auch mit angebissen. Also alles mitgenommen hier jetzt gerade. Wunderbar. Macht Bock. Und so soll das auch sein. Einfach random. Zack, zack, zack. Alles mitnehmen, was da ist. So darf das sein. So. Jetzt mal zwischendurch wieder hier die Routen checken. Und ich ziehe hier noch ein bisschen was raus. Und dann gucken wir uns gleich nochmal an, wie das Ganze denn hier geendet hat. Alter, 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 da gucken wir mal einen Moment nicht hin. Und da geht er ab. Unschwer zu erkennen. Uff, unschwer zu erkennen. Ich habe die Schnur geändert. Ich habe die Schnur geändert. Ich habe das Vorfach geändert. Was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht, ob das so eine gute Idee war. Hölle, 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 Hölle. Erstmal das Ding jetzt hier lenken. Also, ich bin hier gerade auf das leichteste und dünnste gegangen, was es so gibt. Das heißt, ich habe diesen Drill auf jeden Fall herausgefordert. Ich verwende hier gerade eine geflochtene Schnur, beziehungsweise komplett geflochtene Schnur, nachdem ich hier die 4 Kilo Fluoro-Only runtergenommen habe. Das heißt, hier ist jetzt als Hauptschnur 450 Meter Schnur ist jetzt hier drauf. Gewicht, Schnickschnack, egal. Alter, Alter, komm, wieder eskaliert. Aber als Vorfach ist das dünnste Vorfach hier da dran 0,04 Millimeter dick mit einer Tragfähigkeit von ungefähr. Was war das? 2,4 Kilo. Ich kann gerade nicht reingucken. Alter, jetzt ist es aber nervig, wenn er hier die ganze Zeit anfängt zu bimmeln. Dankeschön. Ja, und jetzt müssen wir hier natürlich gucken, dass wir den Brocken reinkriegen. Was auch immer das ist. Was auch immer das ist. Das wird halt jetzt spannend, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es ist was Gutes. Ich hoffe, es ballert irgendwas rein. Alter, den will ich auch haben. Kriegen wir das hin? Kriegen wir, 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 kriegen wir. Warte, 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 warte. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir alles hin. Er zieht hier richtig ab, immer noch auf A3. Alter, ist er am Ziehen. Solange er zieht, ist alles Tutti. Er zieht, er zieht, er zieht. Wunderbar, Ludoga-Ränke, Affengeil, 700 Gramm. Schnell rauswerfen. Alter, wie er am Ziehen ist. Zum Glück habe ich mir die 450 Meter Schnur drauf geballert, ey. Gucken wir mal eben rein. Genau. 2,4 Kilo, Alter. 2,4 Kilo, aber auch 12er Haken klein. Ich habe ja gesagt, ich wollte da mal super zart hier dran gehen. Gesagt, getan. Ja, ich bin gespannt, wie lange der Drill dauert. Das kann jetzt ein bisschen was. 2,4 Kilo, Alter. So, ich lenke ihn mal so ein bisschen nach links rüber. Nicht, dass der hier hinter die Steine fährt. Das wäre ja nicht so geil, ne? Der soll da schön ins Offene hin. Komm, ich ziehe nochmal mehr so rüber. Rüber, komm, Alter. So.
Irgendwann wird er müde. Irgendwann wird er müde. Ich meine, 2,4 Kilo Bremse ist halt jetzt nicht so der Burner, ne? Das ist jetzt nicht so wirklich anstrengend, 2,4 Kilo wegzuschleppen. Von daher kann das schon ein bisschen tricky werden. Bis der mal müde wird. Aber so langsam. Er geht zumindest in die richtige Richtung hier. Jetzt müssen wir uns gleich um das andere Ding hier wieder kümmern. Aber ich glaube, er kommt schon so langsam ran. Das ist natürlich jetzt eine Phase, wo ich dann schlecht die Route abstellen kann. Ne? Solange der zieht, ist alles gut. Aber wenn er nicht zieht, muss ich halt sofort wieder nachpumpen. So ist jetzt die ganze Zeit quasi Spannung auf der Schnur. Man sieht das ja jetzt hier gerade. Die Spannung ist da. Ja. Nochmal nachziehen. Den anderen eben rausziehen. Es bimmelt schön weiter. Also da ist die Spannung wieder. Jetzt schnell. Nochmal nachziehen. Also so kann man das machen, auch zum Beispiel. Guck mal hier, da kommt ein roter. Schön, 1 Kilo Bachsaibling. Mega gut, ey. So, und direkt wieder nachgezogen. Okay. So, jetzt kurbeln wir mal langsam ein hier. Schön konstant und langsam. Ein bisschen hier. So. Wo kriegen wir ihn denn? So kriegen wir ihn. Das ist jetzt kein schnelles Einkurbeln, einfach nur das langsame, konstante Einkurbeln. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt so langsam schon gedreht. Alter, was ein Geraffel. Wer hätte das gedacht, ey? Nee, ne? Der ist schon hinterm Stein, Alter. Der ist schon hinterm Stein, kann das sein? Jetzt zumindest nicht mehr. Der hang da schon irgendwie fest. Okay, jetzt sollte er... Jetzt sollte es passen. Jetzt passt es. Okay, jetzt, er kommt. Uff. Und er lässt sich tatsächlich jetzt einkurbeln. Sehr gut. Siehst du, hat gar nicht so lange gedauert, bis der Fisch sich dann quasi selbst, ja, durch das ständige Wegziehen auch einfach müde gemacht hat. Solche Sachen sind dann einfach nur über Zeit. Einfach nur über Zeit. Irgendwann ist er müde. Und dann ist der Drops gelutscht. Ich bin gespannt, wie schwer der jetzt ist und was es vor allem ist. Der erste Fisch auf super feinem Fluorocarbon, gar nicht Fluorocarbon, auf Braid. Es sah ein bisschen dunkel aus. Was war das denn, Alter? Ein Saibling wäre natürlich geil, ne? Komm, zoomen wir mal weg. Lassen wir uns noch mal ein bisschen überraschen. Aber ich glaube, da vorne kommt er schon. Ganz so weit weg ist er nicht mehr. Bisschen wehrt er sich tatsächlich noch jetzt. So, komm schon. Und da kommt er an. Und es ist... Geil, Allah! Ne Walam-Buckelmaräne. Geilster Fisch. 1,5 Kilo Walam-Buckelmaräne habe ich ja ewig nicht mitgerechnet. Richtig gelohnt hat sich das. Affengeil. Leute, ey. Alter, da bin ich ja jetzt richtig platt. Ewig nicht gefangen, das Teil. Schön. Absolut zufrieden bisher, ey. Cooles Teil. Leute, zieht raus die Brocken.
Zieht raus die Brocken, wie ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt hier auf super zart, gucken wir nochmal eben rein. Dann ab dafür. Genau, das war jetzt hier einfach, ne, 12 Kilo ist halt nicht relevant, weil es ging einfach nur ums, um die Schnur. 450 Meter wollte ich haben. Ganz leichtes Blei dran. Ungefähr 25, 26 Meter ausgeworfen. Das ist jetzt hier diese geflochtene Schnur, diese super dünne. Genau, Microbraid 0,04 mm. Microbraid als Vorfach. 12er Haken, Eintagsfliege. Mega. Ich bin super zufrieden gerade. Gerade diese Wal am Buckelmarine ewig nicht gefangen. Ewig nicht gefangen. Freut mich super. Das ist mal eine geile Sache hier. Ich habe 50 Fische zusammen. Und noch eine Ludoga-Ränke hinten drauf. Alter, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eine Runde verkaufen. Und dann schauen wir, was das so an Kohle bringt. So, angekommen. Lassen wir die Karre da mal eben stehen. Kurzer Blick hier ins Café. Da haben wir, glaube ich, keinen von diesen Kandidaten dabei. Foxy-Ränke in der Größe auch nicht. Also gehen wir mal direkt zum Fischmarkt. Und da sehen wir jetzt die ganzen Brocken. Mega. Kurz nach Preisen sortieren. Was mir schon mal auffällt, super viele Fische mit Häkchen. Einfach mal davon ab, jetzt guckt euch an, wie wenig Fische kein Haken hatten. Und dann kommen wir zu den ganzen Brocken, sortiert nach Preisen. Und geil, Alter, die Wal am Buckelmarine. 38 Silber dafür. Mega. Ludoga-Saibling 25. 20 für die Bach-Saiblinge hier. Richtig, richtig geil. Dann selbst die ollen Rotaugen-Trophys immerhin. 15 Silber. Also, richtig geil. 300 Silber jetzt hier gemacht. Die Zeit ist jetzt ein bisschen schwierig zu schätzen, weil es halt zum Teil im Stream war und ja, nach dem Stream dann irgendwann erst wieder losging. Aber ich würde sagen, schon ein bisschen mehr als eine Stunde war es. Gucken wir mal eben. Ja, anderthalb Stunden würde ich fast sagen, war es. Weil auch die Hauptfangzeit in der zweiten Nacht dann erst nochmal richtig losging. Also, ich bin super zufrieden. Weitermachen. Knappe 300 Silber gemacht. Petri, ihr Lieben. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer den Daumen da lassen und einen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns das nächste Mal dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags. Petri.